Ja, genau, eine schöne Frucht. Ich könnte euch was erzählen. Und zwar hätte ich im Angebot Fornek 2 aus dem Gruselkabinett der Töpfungssoftware. Genau. Ist jetzt dieses Mal im ersten Schritt weniger Software, mehr What the fuck. Und später vielleicht noch ein bisschen Python, wenn wir wollen. Genau. Ich bin vor einiger Zeit, also wenn man Amateurfunk macht, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, man möchte eigentlich mal selber Antennen bauen. Weil irgendwie, naja, Amateurfunk geht ja irgendwie darum, dass man entweder Leistung aus der Luft abnimmt und damit halt coole Dinge macht oder Leistung in die Luft bringt und andere Leute können die dann wieder empfangen. Und das macht typischerweise die Antenne. Wenn man Antennen simulieren möchte, gibt es im Gruselkabinett der Amateurfunksoftware, das habe ich schon kaputt gemacht, das ging ja schnell. Okay, scheint auch mit meinem Monitor nicht ganz zu funktionieren. Oh. Eine Sekunde. Fornek 2, genau. Also, soll ich mal von vorne anfangen oder? Okay. Das ist aber noch genauso kaputt wie vorher. Ich hätte es nie großzoomen dürfen. Wahrscheinlich kann ich es jetzt neu installieren. Man okay, muss dazu sagen, geht schon los. Fornek 2 ist ein Stückchen Windows-Software von Anno dazumal, das jetzt hier bei mir in einem Wine läuft. Und ich finde, dafür funktioniert das echt okayisch gut. Genau, also es geht darum, wir möchten irgendwie Antennen berechnen. Und dann ist so Stand der Technik, wenn man gerne kostenlose Software benutzen möchte und nicht richtig viel Geld für irgendwelche finite Elemente-Simulationen ausgeben möchte, ist der Amateurfunkstandard Fornek 2. Dieses wunderschöne Stückchen Software. Wenn man weiß, wo man klicken muss, kann man damit sogar Dinge simulieren. Ich habe mal hier eine Antenne rausgesucht, eine sogenannte Ground Plane. Also das Blaue sind Drähte, das andere ist das Koordinatensystem. Machen wir an die Stelle, kriegt man neue Fenster. Das Ganze ist, wenn man sich das jetzt mal anguckt, eine Antenne, die in etwa so aussieht. Wir haben einen Pin, der nach oben geht und N von diesen Radials schräg nach unten gehen. Und wir können jetzt hier mit Dinge tun. Zum Beispiel können wir uns für diese Antenne die Abstrahlcharakteristik berechnen. Das kann auch wesentlich mehr. Wir machen mal was, was irgendwie visuell spannend aussieht. So, dann kriegt man erstmal einen großen Kreis, der irgendwie gar nichts sagt. Man kann jetzt hier noch umschalten. Irgendwie ist noch mehr kaputt gegangen, gerade bei der Aktion. Okay, wir können das Ganze auch in 3D angucken. Also wir haben nicht nur eine 2D-Darstellung unserer Antenne, sondern nein, wir können das Ganze auch in einem 3D-Raum sehen. Man kann jetzt hier so auch automatisches Drehen aktivieren und solche Sachen, wenn man da irgendwie noch Dinge darstellen möchte. Aber wir können uns jetzt halt auch das Strahlungspattern dieser Antenne angucken. Und das ist halt irgendwie so ein Donut. Also im Prinzip sagt jetzt dieses Diagramm, überall wo es weit nach außen geht, wo es rot ist, wird viel Leistung abgegeben. Da, wo die Oberfläche weiter innen dargestellt wird, in die Richtung wird weniger Leistung abgegeben. Das heißt, für unsere stiftförmige Antenne heißt das, in Achse dieses senkrecht stehenden Stiftes wird halt keine Leistung nach oben abgestrahlt und naja, unten genauso wenig. Großer Donut. So das Typische, was man bei solchen dipolartigen Antennen erwarten würde. Genau. Man kann hiermit noch optimieren mit der Software. Man kann sich das Ganze über einer Ground-Ebene angucken. Wenn man sagt, man hat Antennen, die, wo der Abstand zum Boden relativ klein ist, also gerade bei so Kurzwellenantennen ist das nochmal durchaus spannend. Und fragt mich nicht noch was alles. Jetzt kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, jetzt muss ich gucken, dass ich die richtige Taste drücke und nicht alles auseinanderfällt. Ich glaube, M6 ist das nämlich. Genau. Man möchte vielleicht mal so eine Antenne selber bauen. Und das Eingabeformat für diese Geometrie, die wir vorhin gesehen haben, ich mache vielleicht einfach mal das Geometry-Fenster dazu wieder auf. Ich sagte, ich mache das Geometry-Fenster dazu wieder auf. Genau, dieses hier, diese einzelnen Drähte, die sind hier so definiert. Und die haben irgendwie Namen, Tags. Man sagt, in wie viele Segmente möchte man unterteilen. Das ist für die Simulation dahinter interessant. Und von welcher Koordinate bis zu welcher Koordinate laufen die und welchen Radius haben die. Und jetzt kann man sich irgendwann fragen, warum macht man das in so einem komischen Eingabeformat? Und nicht nur das, alles andere sieht genauso aus. Ich kann irgendwie Symbole verwenden, die ich ja noch in den Wires drin habe. Die haben aber auch so ein komisches tabellenartiges Format. Alle anderen Parameter sehen irgendwie ähnlich aus. Und an irgendeinem Punkt bin ich dann dazu gekommen, dass ich mal in das Handbuch geguckt habe. Total verrückte Idee, kann ich nur empfehlen. Und das ist der Neck 2 Manual Users Guide. Denn Neck 2 ist der Simulationskern und Fornek 2 ist die grafische Oberfläche. Also für Neck 2.
gemacht für Microsoft Word Version 6.0, 1996. Immerhin. Geil. Das ist richtig geniales Zeug. Ich gehe mal ein bisschen weiter zu den interessanten Stellen. Also das ist relativ technisch detailliert, was da auch passiert, wie die Simulation aussieht. Und dann kann man hier mal gucken, naja, wurde entwickelt für irgendwie Air Force Weapons Laboratory 1970. Also der Simulationskern, mit dem wir gerade arbeiten, stammt aus den 70ern. Geil. Den können wir heute benutzen, denn die Amerikaner sagen Public Money, Public Code. Zumindest nach einer gewissen Sperrfrist. Und da sich grundsätzlich an der Art und Weise, wie Antennen funktionieren, seit den 70er Jahren nichts geändert hat, außer die Form der Antennen, ist es heute halt immer noch ein nettes Tool, damit zu arbeiten. Deswegen ist es auch nicht ganz falsch, das Fornek Tool zu benutzen, um Antennen zu simulieren. Man muss halt wissen, was man tut. Das muss man bei den meisten anderen Software am Ende auch. Genau. Wenn man jetzt weiter runter geht, hier kommt jetzt noch ganz viel, was man denn beachten soll. Wie funktioniert eigentlich die Simulation? Am Ende ist das ganz viel Numerik. Wir verteilen uns die Drähte irgendwie in Abschnitte und auch hier im Abschnitt ist irgendwie ein bisschen Strom, der ist leicht verteilt und die Ströme beeinflussen sich untereinander. Kann man sich angucken, wenn man das wirklich interessiert. Spannend wird es dann irgendwann, wenn es darum geht, naja, wie kriege ich denn jetzt eigentlich Daten in dieses ganze System rein? Das ist auf Seite 18, das habe ich mir gemerkt. Program Input. Comment Cards. Dann muss man sich mal kurz überlegen, wir sind in den 70er Jahren. Wir haben ein Stückchen Software, das läuft auf einem Mainframe-artigen Computer. Naja, wie programmiert man in den 70er, 60er Jahren noch Software? Natürlich mit Lochkarten. Geil. Die Idee ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt nämlich, ich kann mir jetzt meine Antenne aus verschiedenen Karten zusammen machen, mache so einen ganzen Stapel davon. Und am Ende, wenn ich sage, okay, ich will jetzt nur ein Stückchen Draht austauschen oder meine Simulationsparameter, muss ich nur so eine Karte tauschen. Ich finde die abgeschrägte Ecke zur Ausrichtung. Das ist wichtig. Ja. Sonst weißt du ja gar nicht, wo der Anfang ist. Ja, das ist das aktuelle Handbuch zu dieser Software, mit der wir arbeiten. Und an irgendeinem Punkt später, also die ganzen Parameter, die jetzt hier drin stehen, irgendwie Wire Arcs, vielleicht gehen wir zu irgendwas hin, was wir gerade verwendet haben. Hier finden wir doch bestimmt auch irgendwo End Geometry, ja, das ist auch irgendwie übersichtlich. Koordinatenursprünge. Ja, also man sieht, das Ding ist umfangreich. Ich lasse es mal an der Stelle. Genau, also wir haben immer irgendwie so lochkartenartige Dinge. Hier spart man sich dann auch die Ecke und dann sagt nur noch, so sieht es aus. Das heißt aber auch, die ersten paar Felder haben fixe Datentypen. Vorne steht irgendwie, was ist das für ein Befehl? Dann kommt eine Handvoll Floats, dann kommt eine Handvoll Integer. Das ist immer fix. Und genau so sehen halt auch Dinge aus. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie speichert eigentlich das Fornek 2 intern seine Antennendaten, dann sieht das genau so aus. Das ist der Output, den die Software erzeugt, wo man da jetzt mit geschrieben hat. Die Comment Card haben wir schon kennengelernt. Bis 80 Zeichen kann man hier Kommentare reinschreiben. Hier gibt es dann halt die Wires. And Geometry, den haben wir eben schon gesehen. Und dann gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die den ganzen Kram dann simulieren oder die Simulation parametrisieren. Ja, genau, und da kommt dann halt das bei raus, was wir gerade gesehen haben. Und dann stellt man plötzlich fest, dass auch 50 Jahre später Lochkarten irgendwie immer noch ein aktuelles Stückchen Software sind. Wie gesagt, im Amateurfunk-Gruselkabinett ist das aktuelle Software. Das ist halt der heiße Scheiß, mit dem man da arbeitet. Genau. Ich weiß es gar nicht, wann das war. Ich glaube, irgendwann auf der Easter Hack haben wir dann gesagt, das ist eigentlich, naja, das Fallformat ist echt nicht schwierig. Und Antennen bauen ist halt irgendwie ein schwieriger Job. Das kann man doch echt den Computer machen lassen. Jetzt können wir natürlich irgendwie fancy Simulationen machen. Also wir haben irgendwie einen Simulationskern. Wir können Karteikarten schreiben, Karteikartenstapel schreiben, können dem Simulationskern das geben und kriegen von dem halt einen Output zurück ausgedruckt. Also in einen Textfile geschrieben. In dem Fall, weil das ist ja alles schon immerhin DOS-kompatibel. cool. Genau. Naja, was ist dann der sinnvolle Schritt? Machen wir das doch eigentlich irgendwie so ein bisschen modern, machen wir ein bisschen Python und lassen das Ganze irgendwie so generationsmäßig durchlaufen. Also wir haben irgendwie ein bisschen Software, die am Ende in der Lage ist, so einen File zu schreiben. Hier tauchen auch irgendwie diese ganzen Kommandos wieder auf.
zumindest die paar, die wir mittlerweile unterstützen. Hier machen wir irgendwie Subprocess-Calls, um den Kram durchs Main durchzupopeln. Genau, und hier gibt es dann hin, lesen wir Output und werten den noch aus. Also wir können jetzt irgendwie das so eine Next-Simulation kapseln und können da halt irgendwie vorher Wires reinstecken, können die ausführen und können das Ergebnis aus dem Radiation-Pattern zurücklesen. Was wir dann noch machen, ist, wir definieren uns im Wesentlichen eine Fitnessfunktion, die sowas sagt, wie wir gucken uns mal maximalen Gewinn an und wie smooth ist der Gewinn denn jetzt auf dieser Kugel, den wir da erreicht haben. Und dann fangen wir einfach mal an mit Wires, die irgendwie im Raum liegen, davon Mutationen zu bauen und gucken noch einfach mal, wie fit die sind. Und sagen dann einfach, okay, die Fitnessfunktion gibt vor, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann lassen wir das Ding noch einfach mal ein paar Generationen von Antennen rechnen, werfen das jeweils in einen Simulationskern zu, machen Bewertungsfunktionen und nehmen dann jeweils das Beste, wenn es besser war als die vorherige Generation. Das kann man jetzt irgendwie mal so eine Nacht lang durchlaufen lassen. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was diese Print-Debugs da waren, da müsste ich jetzt echt mal nachgucken. Man sieht ja, also so eine Simulation braucht halt doch echt ihren Moment, bis die durch ist. Und wir können ja mal einfach irgendeine von diesen Simulationen, die da gerade rauskam, aufmachen. Weil es ist ja alles kompatibel. Wir haben ja Karteikarten geschrieben, die auch diese Software schreiben kann oder lesen kann. Nur mit einem anderen File-Ending. Warum, weiß ich gar nicht. Die heißen ja irgendwie immer hier so Zufallsding. Converte den Kram mal, dann geht das bestimmt. Stellt man fest, unsere zufällig generierte Antenne ist im Wesentlichen so ein Strich, der im Raum liegt. Das ist nicht so effektiv gewesen. Und das Radiation Pattern müsste eigentlich auch noch da liegen, das heißt. Nee, das ist nicht da. Warum ist das nicht da? Wir können das mal berechnen. Das ist irgendwie. Nein, aber die Antenne ist unglaublich schlecht für das, was wir damit vorhaben. Ja. Man kann das jetzt mal irgendwie eine Nacht lang laufen lassen. Manchmal gehen diese Fenster auch doppelt auf. Aber man kann das jetzt mal eine Nacht lang laufen lassen und das hier ist zum Beispiel mal so ein Winner von 1000 Iterationen. Dann sieht man auch irgendwann, die Antennen werden irgendwie smoother vom Radiation Pattern her. Das war ja auch ein Teil unserer Fitnessfunktion. Ja, und die Antenne wird auch irgendwie hinterher wieder wesentlich einfacher. Also während unserer Mutationen können da auch Segmente dazukommen. Die können ihre Lage verändern. Aber am Ende sind halt einfache Antennen meistens besser. Müssten wir dann feststellen und irgendwie an der Stelle haben wir dann auch aufgehört, das Ganze laufen zu lassen. Ja, falls sich mal irgendwann jemand dafür interessieren sollte, mit Fornek 2 sinnvolle Simulationen zu machen oder vielleicht mal eine Antenne ernsthaft designen zu wollen, können wir da gerne nochmal drüber reden. Man kann das in der Tat benutzen, wenn man gewisse Schmerzen aushält. Ja, Fragen dazu? Muss ich eine stellen? Nein, ich verstehe das sehr gut, wenn man keine Fragen dazu hat. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.